Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Und was für Einfluss bekommt noch der Mond in die heutigen Tag? Pelagus, dieser Stern, bestrahlt unserem Mond und Mond vermittelt uns diese Botschaft. Dieser Pelagus ist bekannt schon bei Sumerer und Babylonier. Die haben diesen Stern verehrt. Die Sumerer und die Babylonier nannten diesen Stern Nun-Gi. Bei Sumerer war das die göttliche Ort. Die Babylonier haben das als göttliche Mutter verehrt, aber auch bestimmte heiligen Orten zugeordnet. Also bestimmte Orten waren für die Sumerer Babylonier heilig und dort wurde diese Nun-Ki, was nichts anderes ist als dieser Pelagus, in diesen Orten verehrt. Und die haben dann auch bestimmten Feier und Feste gehabt, wo immer versucht haben, diese göttliche Mutter mit der Schöpfung in Verbindung setzen, dass wir ein Teil in dieser Schöpfung sind. Dieser Stern Pelagus vermittelt etwas. Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Optimismus. Und das, was die Mond dann aufnimmt, diese Botschaft und vermittelt uns weiter. Unser Planet Erde bewegt sich immer noch im Tierkreiszeichen Zwilling und hat einen Einfluss von dem Polarstern, von dem kleinen Bär, was auch zum Orientierung dient. Und wenn wir jetzt mit befassen wieder mit dem chinesischen Astrologie, unserem Planet Erde befindet sich im Palast des Südens, der rote Vogel. Und in diesem rote Vogel herrscht der Planet Mars, so beschreiben das die Chinesen. Also in diesem Palast bewegt sich unser Planet Erde nach chinesischer Vorstellung. Und wie wirkt auf dem einzelnen Tierkreiszeichen diese kosmische Energie? Tierkreiszeichen Steinbock. Hier bewegt sich Mond und kommt in Verbindung zum Lilith. Dieser Lilith ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel und das hat schon einen direkten Einfluss auf den Mond, weil dieser Schnittpunkt befindet sich im Mondumlaufbahn und diese Energiefeld vermittelt uns Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen, alles was wir erreichen möchten in unserem Leben, unserer Vorstellungskraft, aber wir neigen dazu, das aufgeben, weil uns scheint, das unerreichbar zu sein. Und dann gibt es immer wieder so Tagen, wo das entscheidend ist, ob wir wirklich weiterhin daran glauben, an unseren Wünsche und unseren Träume, Ziele, oder wir neigen dann in solchen Tagen, all das aufzugeben. Und darüber habe ich eine extra Aufnahme gemacht, welchen Tagen sind diese entscheidenden Tagen. Und diese Aufnahme nenne ich als Schicksalstage und ich werde in Zukunft diesen Tagen vermitteln, weil das sind Einflüsse von der kosmischen Energie, wo bei uns auslöst etwas, weil in solchen Momenten neigen wir dazu, unsere Ziele aufzugeben. Vielleicht werden wir geprüft, ob wir das wirklich ernst nehmen. Also ich empfehle Ihnen, diese Aufnahmen auch anschauen, das, was ich heute auch starte. Also zurück zu Tierkreiszeichen Steinbock. Also hier bewegt sich diese Energiefeld Lilith, was uns vermittelt, unsere Wünsche, unsere Träume. Das aktiviert die Mondenergie. Das spüren direkt die Steinbockgeborenen, wo dieses Gefühl kommt, die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume.
Und die Steinbockgeborenen sollen das ernst nehmen, als Ziel setzen und nicht aufgeben, weil diese Ziele, wenn das realistisch ist, natürlich sind auch erreichbar. Schöne Einflüsse kommen von außen. Die Neptunenergie verstärkt das alles. Die Steinbockgeborenen werden vielleicht intensivere Träume haben oder sie lassen von etwas inspirieren oder sind sie gerade intuitiv. Also die Fantasie, die Träume sind jetzt sehr wichtig und es gibt auch Kraft gerade für die Steinbockgeborenen. Und wenn sie das ernst nehmen, dann bewegt sich auch einiges. Natürlich gibt es Momente, wie in diesen Schicksalstagen, wo wir dann dazu neigen, das aufzugeben, aber das ist nicht der heutige Tag. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen sollen Gedanken machen über Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Gewinn, weil sie haben gerade Gewinnchancen und sie können gut investieren oder Geld gewinnen, aber sie sollen sich jetzt mit Finanzen, aber mit Wertschätzungen intensiver befassen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben auch Gewinnchancen und haben einen guten Bezug zu Finanzen, zum Geld, zum Gewinn, haben auch sehr gute Intuition dazu. Die Fischengeborenen sollen aber auf den Gesprächen achten, weil das ist weniger guter Einfluss. Entweder jemand gibt einen Rat und das ist ein Nachteil für die Fischengeborenen. Vielleicht ist es gut gemeint, aber hilft nicht weiter. Kann auch bedeuten, dass jemand versucht, die Fischengeborenen betrügen oder lügen. Also bitte auf die Gespräche achten. Diese Spannung, was die Fischengeborenen spüren, gerade wenn es um Gespräche, Informationen geht, kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachricht, auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht und die Fischengeborenen fühlen sich diesbezüglich enttäuscht. Aber ansonsten haben tolle Energie, Visionen, auch gute Vorstellungen, Gewinnchancen. Sie können die Finanzen jetzt im Fluss bringen, in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sie sich heute nicht so wohl, aber das vergeht auch schnell. Und bitte abwarten, besonders wenn sie etwas Neues starten möchte. Es ist nicht der richtige Moment, etwas Neues beginnen, weil da sind momentan Hindernisse da. Aber in den kommenden Tagen wird besser sein. Kleinere Veränderungen, eine kleine Reise oder ein Besuch ist gut möglich und es ist angenehm. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen die innere Ruhe, aber auch das Zuhause und sie genießen diese Gemütlichkeit und das ist auch gut so. Und sie bringen etwas in Form oder bekommen sie eine Bestätigung. Sie fühlen sich heute sehr wohl und das ist alles verläuft ruhig. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wird in die nächste Zeit Thema sein, die Arbeit. Und da kommt etwas in Bewegung, entweder ein Neuanfang beruflich oder neue Ideen oder bewegt sich einiges im Arbeitsplatz und da setzen sie sich ein, momentan die Zwillingsgeborenen. Was wichtig ist, die Gespräche suchen, die Kontakte suchen und auch in die Liebe mehr Aufmerksamkeit, mehr Gefühl entgegenbringen, so kommt es alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch die Liebe-Partnerschaft ein wichtiges Thema, aber sie fühlen sich das alles als unbeweglich. Es ist alles in Ordnung, aber sie unsicher. Gerade was die Liebe betrifft oder die Gefühle, entweder ist es nicht so leicht, über Gefühle zu sprechen und offen zu sein, oder die haben das Gefühl, dass sie keine Bestätigungen bekommen, weil die anderen sind nicht so offen, können nicht offen über Gefühle sprechen. Sie empfinden das etwas wie in einer Sperre und das verunsichert momentan die Krebsgeborenen. Kann auch bedeuten, dass alles in Ordnung ist und trotzdem entsteht diese innere Unsicherheit, was die Gefühle, was die Liebe betrifft. Bei Löwegeborenen ist auch die Liebe sehr wichtig, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit, aber auch die Karma.
Und das kann auch natürlich karmische Begegnungen sein und das wird in die nächste Zeit viele Löwengeborenen treffen. Und da haben sie auch Glück und eine gute Nachricht ist auch zu erwarten. Auch möglich, dass jemand meldet sich von der Vergangenheit. Die tierkreiszeichnenden Jungfraugeborenen befinden sie sich gerade in einer Wandlung und das beginnt im Inneren, hat schon begonnen und heute kommt etwas in Form oder kommt eine Bestätigung. Die Gespräche, das ist vielleicht nicht so toll momentan, weil die Jungfraugeborenen fühlen sie sich missverstanden. Oder warten auf eine Nachricht, so ähnlich wie bei Fischengeborenen, wobei diese trügerische oder Betrug oder Lüge trifft nicht die Jungfraugeborenen, dass eher die Fischengeborenen sollen da achtsam sein. Trotzdem, es läuft nicht rund, sie können ihre Meinung nicht anderen überzeugen oder entstehen Missverständnisse, aber wie ich schon sagte, ist auch möglich, dass sie warten auf einen Nachricht und es kommt noch nicht und fühlen sie sich enttäuscht. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist wichtige Thema Beruf, Berufung, Anerkennung, Ansehen, Respekt, Erfolg und kann auch die Reise ein Thema sein. Trotzdem fühlen sie sich ein bisschen unsicher und sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist traumhaft schön. Es ist ein Aufstieg, auch beruflich. Jetzt können sie ihren Träume, ihren Visionen verwirklichen, in Form zu bringen. Also bitte nicht aufgeben. Und ich erwähne jetzt nochmal diese Schicksalstage, weil diese Tage kommen immer wieder mal in unserem Leben. Das ist nicht heute, das vermittle ich. Werde ich vermitteln mit diesem Aufnahmen Schicksalstage und diese Tage werde ich in Zukunft immer wieder vermitteln, auch die Themen, in welchen Themen handelt sich das und in solchen Momenten neigen wir dazu etwas aufgeben und das möchte ich jetzt die Skorpiongeborenen auch vermitteln, also wenn das alles gut läuft, also bitte nicht aufgeben, auch wenn solche Tage spürbar sind. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist momentan wie eine Befreiung. Die Schützengeborenen fangen an zum Atmen, zum Leben und kommt alles voran. Auch wenn der Merkur noch rückläufig ist, trotzdem ist schon jetzt schon eine Art Befreiung und ein Aufstieg, besonders im Beruflichen. Aber liebe Partnerschaft spielt auch eine große Rolle momentan bei den Schützengeborenen und bei vielen kommt es auch in Ordnung oder neue Begegnungen sind auch möglich. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist es allgemein, aber wenn Sie Fragen haben, was Sie speziell betrifft in Ihrem Leben, können Sie diese Fragen stellen und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Das geht schnell und wie funktioniert das? Sie beschreiben Ihre Lebenssituation und stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und mein Honorar beträgt bei dieser Art von Beratung, bei diesen Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@tenderasusannamedici.com. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.